Und da sind wir wieder, meine lieben Freunde. So, ich habe es jetzt hier 19:15 Uhr. Immer noch 32 Grad in der Butze. Ich habe heute die Folge 111, die Folge 100, nee, die Folge 112, 13, 14, drei Folgen. Aha, was ist denn hier los? Und jetzt kann ich nicht mehr. Es ist einfach viel zu heiß, Leute. Ich mache jetzt noch diese eine Folge. Da muss ich noch 2, 3 Tage warten, bis es hier ein bisschen kühler ist. Ich kann so nicht arbeiten. Ihr habt das vielleicht auch schon gemerkt. Das ist alles nicht ganz so super krass dynamisch wie sonst. Hehe. Die Musik ist schon in Richtung, wir lassen es ausklingen. Oder nehme ich Sandstein oder Pflasterstein? Ach so, ja, ich will nämlich jetzt ein Haus bauen. Ein Haus bauen. Ich baue das jetzt einfach mal aus Cobblestone. 2 Wassereimer nehme ich mir noch mit. Dann packe ich mal das Zeug wieder zurück. Und dann gucke ich mal, dass ich hier noch Türen mitnehme, ein bisschen Zaun, Bilderrahmen, ein bisschen Glas noch. Naja, nehmen wir alles, scheißegal. Den Sand packen wir mal wieder zurück. Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Bisschen Holz nehme ich einfach noch mit. Und Wolle, was gibt's denn da? Ach, da machen wir wieder einen blauen Fußboden. Der sah doch so schön aus. Oh. Gut, wir haben ja genug. Nehme ich mir gleich mal 2 Betten. Die ich jetzt gar nicht ins Inventar packen kann. Nein. Ich will euch nicht. Ich will die Knöpfe nicht. Ah, Herr Zombiefleisch, vielleicht kann man das ja wegpacken. No way. Dann müssen wir das, das weg und das weg. Und ach so. Na gut, dann nehmen wir erstmal nur ein Bett. Wenn ich diese Musik höre, denke ich immer, es wird gerade dunkel draußen. Wird es aber gar nicht. Ach so, ich habe ja immer noch nicht erzählt, was ich jetzt vorhabe. Ich will hinten, da wir jetzt zwei Bewohner haben. Oh nein, jetzt kann ich hier nicht. Na los, noch ein Stück. Dass ich an den Schalter rankomme. So. So. Na. Noch ein Stück zurück. Ist ja immer so ein bisschen Millimeterarbeit. Und wieder zurück. Und zurück. Ja, sehr schön. Ja. Ich will jetzt nämlich da hinten, weil wir ja 2 NPCs da schon haben. In der Hoffnung, dass hier ein Nether-Tempel Wächterdorf entsteht. Da ist einer. Gibt's hier noch einen? Eigentlich waren hier 2. Bitte Leute, Leute, nicht, dass hier einer umgebracht wurde. Wo treibt er sich denn rum? War der zu dumm, nachts zu verschwinden? Da ist er. Okay. Sehr schön. Dann werden wir mal das Ding hier abreißen. Das gefällt mir gar nicht. Na, viel haben wir ja hier nicht mehr an Platz. Gucken wir mal, dass wir hier ein paar Sachen mal einlagern. So.
Das Ding reiße ich mal schnell ab. So. Dann bauen wir hier mal einfach ein etwas schöneres Haus für unsere NPCs hin. In der Hoffnung. Oh, alles mit der Hand jetzt hier abbauen. Sieht's mit der Zeit aus? Zeit ist noch genug. Sag mir mal lieber noch Holz oder eine Steinschaufel als gar keine Schaufel. So. Ja, dass wir den hier ein schönes Häuschen hinstellen. In der Hoffnung, dass sie sich dann auch ein bisschen vermehren. So. Dass wir dann hier ein kleines Tempelwächterdorf entstehen lassen können. Vielleicht nenne ich die Folge auch das Tempel. Oh, ist das warm, Leute. Also wenn ich hier mit der Folge fertig bin, dann muss ich hundertprozentig das werden wir hier mal rein prophylaktisch stehen lassen, das Haus. Erstmal. So, und hier bauen wir uns jetzt mal unser Tempelwächterhaus hin. Bauen wir das jetzt genau daneben? Wir könnten es auch hier hinbauen. Ach, bauen wir mal hier hin. Oder? Vor den Tempel. Egal. Nicht zu klein. Ich glaube, da muss ich dann auch noch für die Türen ein paar Aussparungen lassen. Ganz schnell geht das hier so. Und jetzt? Ich habe ja viel zu wenig Steine mitgenommen, sehe ich gerade. Viel zu wenig Steine. Ach so. Vielleicht habe ich ja da gerade Steine in die Truhe gepackt und habe es wieder vergessen. Alzheimer lässt grüßen. Aber Leute, bei der Hitze, habt ihr das eigentlich schon gemerkt, dass man da richtig schwammig im Kopf wird? Man kann sich gar nicht mehr richtig konzentrieren. Es ist irgendwie richtig komisch. So, jetzt brauchen wir wieder die Spitzhacke. Hier noch mal rauskommen. Ich hoffe, ich habe hier noch mehr Steine. Nein, keine Steine mehr. Gut, dann kommen hier zwei Türen rein. Die blaue Wolle noch nehmen. Mal gucken, ob wir hier turbomäßig unser Haus noch hinbekommen. Unser Tempelwächterhaus. Ist das so ein bisschen symmetrisch? Mal hier das. Ja, ja. Oder? Wenn ich um zwei machen will, dann muss ich das ja noch eins breiter machen, oder? Ja. Muss ich das noch eins breiter machen? Wegen dem Dach, wisst ihr? Damit das mit dem Dach dann irgendwie einigermaßen hinhaut. So. Na, war ja klar. So. Und hier mache ich ja nämlich auch zwei Türen. Das ist aber jetzt wieder dasselbe. Ach so. So. So und so und so. So und so und so. Und den weg. Und so. Und so. Und so und so. So und so und so und so und so und so. Dann mal schön den Fußboden reingeknallt hier. So, 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 so. Oh, die Sonne geht unter. Die Sonne geht unter. Schnell den Fußboden reinhauen. Zack. Wolle mit einer Spitzhacke, mit einer verzauberten Superspitzhacke abbauen.
ist auch so richtig cool. So. Zack und zack. Und zack. Schlafen. Und aufstehen. Jetzt brauchen wir wieder die Wolle. Und zack und zack und zack. Oh, die Wolle reicht nicht. Meine Wolle reicht nicht. Verflucht. Mist. Gut, dann wird die Wolle später ersetzt. Dann wird die Wolle später ersetzt. Jetzt knallen wir schon mal die Türen rein. Zack. Und zack. Warum vier Türen? Naja, umso viel mehr Türen man hat, umso höher ist die Motivation, dass die Kumpels sich vermehren. So. Klack und klack. Genau. Hier brauchen wir eigentlich gar kein Fenster, bis jetzt noch nicht, weil da ist gar nichts Schönes. Hier könnte man Fenster einbauen. Hier könnte man Fenster einbauen. Machen wir auch. Und hier kommt das Ding noch rein. Holen wir uns mal schnell ein bisschen Glas. Zack. Da haben wir noch zwei Türen. Und dann bauen wir hier zack, zack, Glas rein. Zack, zack, zack. Zack, zack. Damit es dann auch... Oh. Wo kommt der denn her? Ach, der ist aus der Hölle gekommen. Ist ja cool. Tschüss. Müssen wir da auch noch einen Zaun rummachen, damit der nicht rauskommt, wa? Bringt mir ja sonst meine Dorfbewohner um. Der Pigman. Und warum brennt der nicht? Es könnte natürlich sein, dass wenn ich jetzt das nächste Mal in den Nether gehe, die mich alle angreifen. Eieieiei. Eieieiei. Bauen wir hier mal einen Zaun schnell rum. Sollen wir mal gucken, dass wir da nächste Mal vielleicht Zaun alle. Oh Mann. Das ist mir jetzt egal. Da wird jetzt hier ein bisschen improvisiert. Ist auch so heiß. Ich habe hier gar keinen Überblick mehr. So. Zack. Nur um jetzt die Dorfbewohner mal zu schützen vor diesen frevelhaften Banausen. So. Das geht doch schon einigermaßen. Klettern wir mal hier hoch. Dann gucken wir mal, wie weit wir da noch kommen. Ping, ping. Hier will ich nochmal Glas reinziehen. So. Zack. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack und zack. Und zack. Zack. Da kommt nochmal Glas rein. Zack, zack. Und hier noch ein paar Steine. Zack, 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 zack. So, jetzt haben wir es drei hoch. Könnte man ja theoretisch schon das Dach hier irgendwie anfangen. Und dann werden wir jetzt mal gar nicht so ein Fetz machen. Machen wir mal gar nicht so ein Fetz. Sondern ohne Überhang. Das können wir später noch verbessern.
So. Guck mal jetzt mit der Schleichentaste hier weiter, ja. Ja, das war jetzt im Prinzip hier mal erstmal ein einfaches Dach aufzimmern. Wenn ich jetzt abhacke, fahre ich runter, oder? Nein. Zack. Und weiter. Zack. Und zack. So. Hopp. Och nö. Mann. Zack. Und zack und zack und zack und zack. Die Tage vergehen wie im Fluge. Jetzt haben wir da schon mal. Ja, da muss ich noch mal zurück. Ich brauche noch mehr Steine. Und blaue Wolle. Damit wir den Fußboden fertig machen können. Gucken wir mal, ob das jetzt hier klappt. Nein, noch ein Stück zurück. Oder ein Stück vor. Also richtig zufrieden bin ich hier noch nicht mit meinem Bahnhof. So zufrieden bin ich hier noch nicht. Da wäre ich ja jetzt schon, wenn ich gelaufen wäre, lange da gewesen. So, wenn ich jetzt aussteige, fährt die weiter und bleibt da unten hängen, hoffe ich, ja. So, hole ich mir mal noch ein paar Steine. Ach ja, Wolle wollte ich auch noch haben. Oh, Pflasterstellen habe ich doch ohne Ende. Weiße Wolle haben wir nicht mehr. Weiße Wolle haben wir nicht mehr. Wir könnten ja auch gleich mal. Wo haben wir denn hier? Könnten wir ja gleich mal gucken, dass wir vielleicht noch ein paar blaue Schafe uns herstellen. Mir gefällt nämlich diese blaue Wolle richtig super gut. Dann gucken wir mal, dass wir hier ein paar Schafe scheren. So und so und so. Und so und so. Und so und so und so. Ein paar, ups, Entschuldigung. Ich mache mal mit links am Anfang, weil ich das jedes Mal vergesse. So. So, hier unseren Wollvorrat, den haben wir auch schon lange nicht mehr abgeerntet hier. Und vor allen Dingen bei der Hitze, die müssen ja schon frieren, schwitzen. Die Schafe. Das glaubt ja keiner. So, so und so und so. Da haben wir auch schon ein paar blaue Schafe jetzt. Ein paar rote und ein paar rosane. Vielleicht machen die blauen ja auch noch hellblaue oder mischen sich mit den rosanen. Mal gucken, werde ich die gleich mal füttern und dann kommen vielleicht noch Mischfarben bei zustande. Oh, mein Inventar ist voll. Sand brauchen wir nicht. Tiere füttern. Wolle erstmal hier reinpacken. Ja. Ich muss euch erstmal hier zu Ende scheren, bevor es was zu essen gibt. Ach, und die einzelnen Farben der Wolle. Mama, 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 Mama. Was können wir denn hier noch weglegen? Ganze Steine. Mann, Mann, Mann. Fällt mir gerade ein, ich habe doch mein Backpack noch. Das heißt also, der Backpack muss mal wieder aktiviert werden. So, du noch und du noch und du noch. Na, sammelt er die roten ein und du noch. So, die Zeit läuft. So.
Und den noch. Und den noch. Und den. Oh Mann, ist das eine Hitze. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wie, vielleicht hatte ich es ja schon mal erwähnt. Ich muss gleich duschen. Das ist ja der absolute Wahnsinn hier. Gucken wir mal, dass wir das hier ein bisschen Backpack-mäßig vielleicht ein paar Sachen reinpacken. Das war, ach so. Gut, dann werden wir jetzt mal ganz radikal die Schafe füttern. Und dann mal gucken, ob da irgendwelche Mischehen kommen. Oh, jetzt kommen gleich die Monster. Da war schon ein kleines hellblaues. Wie süß. So. Schnell das Zeug hier einholen. Das hier raus. Ist wieder ein bisschen Ruhe. Dann müssen wir ganz schnell ins Bett. Wir hören es ja schon an der Musik. Oh. Ups. Hier hatte ich doch noch Zauntore. Die nehme ich mal noch mit. Dann habe ich, glaube ich, sogar noch Blumentöpfe. Einen Blumentopf für meine Bürger. Und dann können wir auch gleich noch eine Blume mitnehmen. Nehmen wir noch, was hat man hier? Eichenfichten, Ranken. 1, 2 Ranken. Eine schöne Blume noch. Lassen wir den Knopf mal kurz hier. Fichten. Eichen. Ich glaube, dann nehmen wir noch ein paar Eichen da hinten, damit es ein bisschen schöner wird. Lassen wir mal schauen. So. Tja, mal geht's nicht. Da denkt man ja manchmal, mit Laufen wäre man schneller gewesen. Ja. Aber jetzt kommt gleich die nächste Station. Aber meistens bleibt man dann ja richtig hängen. Zack, bleibt man hängen und dann... Ja, super. Leute, ich komme. Ich habe zwar 55 Lapis Lazuli dabei, aber ist auch egal. Danke. Du bist jetzt schon wieder da drin. Ihr sollt nicht immer in meine S-Bahn einsteigen. Und ja, alles klar, gleich runter. Ja, ja. So. Jetzt können wir nämlich hier den Fußboden noch fertig machen. Wir haben nämlich jetzt richtig viel blaue Wolle geholt schnell. Da fliegt die Tür gleich weg. Ich dachte mal, die Tür ist an einem Scharnier an der Seite, aber scheinbar ist sie auf dem Block oben drauf. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier ein bisschen Zauntor-mäßig. So, so und so und so und so, dass es auch ein bisschen gut aussieht hier. So. Genau. Und jetzt müssen wir mal unsere Truhe wieder benutzen. Da hauen wir erstmal alles rein. Natürlich haue ich jetzt wahrscheinlich wieder alles. Meine Eichen wollte ich auch noch. Ich weiß ja gar nicht, was ich hier zuerst machen soll. Ich weiß ja gar nicht, was ich hier zuerst machen soll. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier ein paar Eichen setzen. Damit das hier ein bisschen schicker aussieht. Weil ich ja ein Naturschützer bin. Oder besser gesagt, ein großer Naturfreund. Kriegen die von mir sogar richtig viel Erde zur Verfügung. Hier noch ein. Falls ihr eben eine Spinne gehört habt, ich habe die auch gehört. Mal gleich mal gucken, wo die ist.
meine, aus dem Nether kann die ja nicht kommen, ha? Ah, die Türen können wir wieder einsammeln. Haben wir ein bisschen Platz im Inventar gehabt. Der passt da auch noch ein. So, genau, dann wollte ich nämlich hier noch die Tür einbauen, die ich mitgebracht hatte. Das Soundtor. Klack. Können wir nämlich hier schon mal in den Nether rein. Und die Monster können da nicht raus. Das kann man alles noch verändern. So, zwei Eichen. Jetzt müssen wir eigentlich auch mit dem Dach weitermachen. Die Inneneinrichtung packen wir erstmal zurück. Glas, das packen wir mal alles weg. Können wir gleich nochmal gucken, was wir im Backpack haben. Ah, da war noch ein bisschen Baumaterial. Ja, stimmt, einen Brunnen wollte ich ja hier auch noch bauen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Aber hätte ich nicht gedacht, aber in dieser Folge. Rap, 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 rap. So. In dieser Folge wird das wohl nichts mehr, wie ich es sehe. Vor allen Dingen, wenn hier irgendwo eine Spinne ist, weil vielleicht ist hier unten drunter eine Höhle. Kennen wir ja. Den Höhlen. Dann gucken wir mal, inwiefern wir hier steinmäßig noch was machen können. So. Und so. Und dann würde ich jetzt mal mir hier einen Dreckfahrstuhl bauen. Erstmal. Oder so. So. Das können wir dann nachher wieder abreißen. Ach so, da sitzt dann. Das gefällt mir auch nicht, wenn die direkt auf dem Fenster drauf sitzt, das Dach. Oder? Ist eigentlich Schnulli, wa? Eigentlich ist es Schnulli. Von innen sieht es ja dann sowieso aus wie Stein. So. Dann kommt hier der. Wir hatten das ja bei unserem modernen Haus schon mal mit dem Dach. Habe ich ja meine ersten. Ach so, und die Kirche ja auch. Da haben wir schon die Erfahrung gesammelt. Wie das hier läuft, wenn man ein Dach baut. So nicht. Oh, weia. 30 Minuten. Ich hätte ja gerne das Dach jetzt hier auch noch fertig gemacht. Machen wir das? Machen wir da jetzt einfach eine super lange Folge? So spannend ist sie ja auch nicht, ja? Dass sich das jetzt lohnt, da eine super lange Folge draus zu machen. Eine Stunde brauche ich ja vielleicht noch, wie ich mich kenne. Und außerdem ist diese Hitze hier unerträglich. Unerträglich. Eine unerträgliche Hitze. Ach, ist die Hitze unerträglich. Mein Gott, ist das warm. Ach, ist das warm. So. Haben wir schon fast die Mitte von unserem schönen Dach. Ah, reicht nicht mehr? Okay, dann machen wir es so. Und dann haben wir nämlich die Mitte von dem Dach. Ganz schön hoch. Könnte man ja fast noch eine zweite Etage unterbringen. Da fällt mir ein, ich habe ja auch noch Glowstone. Das würde ja auch sehr gut. Joho! Aua! Das würde ja auch sehr gut dazu passen. Als Beleuchtung. Es geht. Aua! Es geht ja auch in Richtung modernes Haus. Das Bett hatten wir ja da schon drin. Okay, da gucken wir mal kurz von innen.
Ja. Ja, es geht. Kann man so machen. Kann man so machen. Da muss ich noch mal gucken, ob ich da noch, ob da dann Glowstone reinkommt oder noch ein bisschen Glas. Gucken wir mal. So, jetzt wird es gleich dunkel. Dann sage ich an dieser Stelle mal: Auf Wiehö. Die Folge ist ewig lang, ey. Auf Wiehö.